Ich finde es ganz schön ekelhaft, wie manche Unternehmen versuchen, eine Pandemie zu missbrauchen, um die Stadtkassen zu füllen. Das haben wir zum Beispiel bei Ordnungsamt gehabt, wie sie ständig durch irgendwelche Bußgelder versucht haben, die Bürger abzuzocken. Und das Ganze geht ja immer noch weiter. Jetzt haben wir das Gleiche mit der Krankenkasse, in dem Fall AOK. Ich gehe davon aus, dass viele von euch hier auch so ein Schreiben bekommen haben. Und zwar, es geht hier um eine Information zum Jahreswechsel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jetzt kommt erstmal so eine Mitleidmasche hier, als würde der normale Bürger hier drauf reinfallen. Das Jahr 2020 war durch Corona-Pandemie, welches ihr jetzt gerade missbraucht, geprägt. Für uns alle ganz persönlich, aber auch für ihre AOK als größte Krankenkasse in Hessen. Also ich weiß nicht, soll ich das Taschentuch rausholen oder was? In den vergangenen Monaten wurde deutlich, wie wichtig die Sicherstellung und Finanzierung der gesundheitlichen Versorgung ist. Als wären wir in Amerika, es hat noch nie eine Krankenkassenversicherung gegeben, jetzt wurde diese neu angeführt und wir müssen sie richtig dolle zu schätzen wissen. Was ein scheiß Moralpredigt erstmal hier oben schon mal zusammengefasst wurde. Die Corona-Pandemie und viele gesetzliche Neuregelungen führen zu steigenden Ausgaben im Gesundheitswesen. Habt ihr irgendwelche Belege vorgelegt? Habt ihr irgendwelche Statistiken vorgelegt? Das ist zu pauschal zu sagen, ja, die Neuregelungen führen zu steigenden Ausgaben. Welche Ausgaben habt ihr denn? Erzählt mir das mal. Aufgrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situationen sinken gleichzeitig die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen. Was ein Scheiß. Das ist komplett gelogen. Also meine Beiträge sind nicht gesunken. Die sind bis heute konstant gleich geblieben. Um auch im kommenden Jahr alle erforderlichen Leistungen durch Betrug für ihre Gesundheit bereitstellen zu können, passen wir unseren Zusatzbeitragssatz an. Für Sie und alle Mitglieder der AOK Hessen geht ab Januar 2021 ein Zusatzbeitragssatz von 1,3, also 0,4 Prozentpunkte mehr als bislang. Geht bitte zu der Krankenkasse und sagt, ja, ich habe die und die Krankheit, was könnt ihr für mich machen? Erstens müsst ihr Anträge stellen, monatelang warten, dann berufen Sie sich auf irgendwelche veraltete Regelungen und dann habt ihr natürlich ewig und lange zu warten. Das habe ich zum Beispiel selbst erlebt, als ich mir die Zähne ziehen lassen wollte. Was ein Theater diese Kasse fabriziert hat, das war unglaublich. Aber wenn es um irgendwelche Beitragserhöhungen geht, vor allem, ich habe das Schreiben erst heute erhalten. Leute, schaut mal bitte selber. Heute ist der 29. Wie kann ich mich dagegen noch zur Wehr setzen? Eigentlich gar nicht. Also in den nächsten 2 Tagen wird der Beitrag erhöht. Wie kann ich mich zur Wehr setzen? Vor allem, das ist doch nicht mal ein Verwaltungsakt, wo ich gegen vorgehen kann. Weil hier steht ja nichts von irgendwie, keine Ahnung, Widerspruch, Einspruch. Das heißt, wir müssen diese ganze Scheiße hier einfach fressen. Und unsere Krankenkasse natürlich richtig hochloben, hoch wertschätzen, dass sie hier für uns da sind. Geht mal bitte zu irgendeinem, keine Ahnung, Testzentrum, wo sie Corona-Tests durchführen. Leute, hier in Frankfurt, bei uns hier am Eissporthalle, da wo Diepermes ist, ne? Da haben sie ein Zelt aufgestellt, 70 Euro. 70 Euro muss jeder für so einen Scheiß-Test bezahlen. Um einfach mal zu gucken, ob er daran erkrankt ist oder nicht. Die Kasse wird jetzt Milliarden an Einnahmen in die Kassen reinspülen und kein Mensch weiß, wo diese Gelder alle hinfließen werden. Ich weiß gar nicht, was die Kasse für so eine Zusatzbelastung hat, kapiere ich nicht. Es kann zwar sein, dass hier und da vielleicht ein paar Betten mehr belegt sind, aber das sind sie auch im Normalfall genauso. Vor allem, wisst ihr, was das Krasseste ist? Das muss ich euch schon mal ganz kurz sagen, bevor ich das Video abschließe. Ich habe ja die Corona-Pandemie von Anfang an verfolgt. Und zwar das Ganze auf Twitter. Ihr wisst ja, Twitter ist ein politisches Plattform. Da hat man wirklich Leichensäcke gesehen, da hat man viele Tote gesehen. Aber seit letzten paar Monaten, ich habe noch nie irgendwo Massengräber, Leichensäcke oder sonst was gesehen, versteht ihr? Diese ganze Scheiße dient nur darum, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich glaube kaum, dass die Kasse in irgendeiner Art und Weise nochmal belastet ist. Ich lasse mich von dieser Kasse nicht verarschen. Und das solltet ihr genauso nicht. Das sind eure Gelder, welche sie euch jetzt abzocken wollen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst euch bitte vom System nicht verarschen. Wir sind kein Hamster und erst recht nicht in einem Hamsterradsystem. Alles Gute und bis bald.